Tommys lehrreiche Lehrfilme präsentiert. Richtige Paketbote werden. In der heutigen Folge von Tommys lehrreiche Lehrfilme zeige ich euch also, wie ihr das nicht fiktionale Pendant zum Weihnachtsmann werdet. Hä? Willst du uns damit sagen, der Weihnachtsmann ist nicht echt? Selbstverständlich will ich das. Oder meinst du wirklich, in unserer heutigen Gesellschaft würden wir einen adipösen weißen Mann akzeptieren, der nur einmal im Jahr arbeitet und ansonsten auf seinem faulen Arsch sitzt und einen Haufen Kleinwüchsiger unbezahlt für ihn alles machen lässt? Aber zurück zum Thema. Neben Feuerwehr, Polizei und Rettungssanitätern gehört der Paketbote zu den wohl wichtigsten Jobs des 21. Jahrhunderts. Denn seit der kommerziellen Ausschlachtung des Neulandes sind Menschen nun quasi nicht mehr darauf angewiesen, das Haus zu verlassen, weil man sich mit Hilfe des Internets mittlerweile von Nahrungsmitteln bis Fachfrauen für Selbstvermarktung alles auf einen Knopfdruck hin nach Hause bestellen kann. Und gerade da der Beruf des Paketbotens für uns alle mittlerweile einen so hohen Stellenwert hat, zeige ich euch, worauf ihr achten müsst, wenn auch ihr euch dazu entschließen solltet, künftig die ehrenvolle Aufgabe zu übernehmen, die Einkäufe für Menschen durchs Land zu schleppen, die so weit davon entfernt sind, ihre eigenen Genitalien zu sehen, wie Stevie Wonder von einem Job als Scharfschütze. Die einzigen Voraussetzungen, die ihr mitbringen müsst, um den Job als Paketboten zu bekommen, sind ein Führerschein, minimale Grundkenntnisse in der Schriftsprache, die ausreichen, um einem Paket den Namen und die Adresse des Empfängers zu entnehmen, sowie grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Hellseherei, damit ihr immer in dem Moment an der Tür der Kunden klingeln könnt, wenn diese gerade auf dem Klo hocken, duschen oder anderweitig beschäftigt sind. Hast du dich nun also erfolgreich bei einem Paketlieferdienst deiner Wahl beworben und deinen Zeitarbeitsvertrag erhalten, geht es los. Der Arbeitstag eines Paketbotens beginnt damit, die Pakete und Päckchen für deinen Bezirk sicher im Auto zu verstauen. Da das aber ziemlich langweilig ist und unnötig Zeit frisst, empfiehlt es sich an dieser Stelle, die Pakete einfach ins Zustellerfahrzeug zu werfen. Selbst schuld, wer sich ein Porzellanservice übers Internet bestellt. Hast du deinen Wagen nun also erfolgreich bepackt, geht es los. Nun ist deine Aufgabe eigentlich relativ simpel. Fahr los und liefer die Pakete aus. Und so simpel, wie es sich anhört, ist es auch. Jedoch gilt es gerade bei der Art und Weise, wie du die Pakete ablieferst, einige Dinge zu beachten. Erstens, während du die Pakete auslieferst, solltest du darauf achten, deinen Wagen stets so abzustellen, dass du möglichst den kompletten Verkehr behinderst. Und zweitens, warte nach dem Klingeln immer geduldig mit dem Paket in der Hand vor der Tür des Empfängers, bis dieser dir öffnet und sein Paket freudestrahlend entgegennimmt. Kleiner Spaß. Wenn der Empfänger nicht innerhalb einer Zeitspanne auf dein Klingeln antwortet, die so groß ist wie ein Durchschnittssklave aus Willy Wonkas Schokoladenfabrik in Dezimeter, dann kann dich dieser mal kreuzweise und dir bleiben an dieser Stelle vier Möglichkeiten, was du mit seinem Paket anstellst. Erstens, du drückst dem Empfänger einen Abholschein in den Briefkasten, damit der sich sein Paket schön selbst irgendwo in der Zentrale am Arsch der Welt abholen kann. Zweitens, du bist so frei und lässt dem Kunden das Paket per Luftpost zukommen. Drittens, du bist gnädig und gibst das Paket bei einem der Nachbarn ab. Aber nicht bei einem direkten Nachbarn. Nee. Natürlich gibst du es bei irgendeinem unbekannten Nachbarn in einem Umkreis von 2 Kilometer Luftlinie ab und denkst dir, viel Spaß beim Suchen. Oder viertens, du schreibst dem Kunden einen Zettel, auf dem steht, dass du ihn nicht antreffen konntest und es am nächsten Tag nochmal probierst, was meine persönliche Lieblingsmethode ist. Denn wenn man jemanden unter der Woche um 10 Uhr morgens nicht antreffen kann, weil die Person zu der Uhrzeit arbeitet, dann ist es eine grandiose Idee, am nächsten Tag wieder um 10 Uhr morgens auf der Matte zu stehen. Denn wer weiß, eventuell ist die Person über Nacht ja plötzlich arbeitslos geworden und demzufolge zu Hause. Das ist das gleiche Prinzip wie bei einem Geschäft. Wenn ich einmal um 8 Uhr morgens hingehe und dann sehe, dass der Laden immer erst um 10 Uhr öffnet, dann komme ich am nächsten Tag selbstverständlich auch wieder um 8 Uhr dorthin, weil vor verschlossenen Türen zu stehen ein so unheimlich befriedigendes Gefühl ist. So, und das waren sie dann auch schon. Die wichtigsten Punkte, die es zu beachten gilt, wenn du Pakete ausliefern möchtest. Mit einer Ausnahme. Dein Feierabend. Denn wie jeder andere Mensch hast du verständlicherweise keine Lust darauf, Überstunden zu machen. Folglich kannst du nach 17 Uhr niemanden mehr zu Hause antreffen und schiebst allen restlichen Empfängern im Wagen vorgefertigte Abholscheine in den Briefkasten. Easy. Und wenn du jetzt all die von mir genannten Punkte verinnerlichst, dann bist du bereits auf dem besten Wege, ein richtiger Paketbote zu werden und ich danke dir von Herzen dafür. Denn ansonsten müsste ich jedes Mal in den Laden laufen, um mir neue Hantelscheiben zu kaufen. So, und jetzt mal im Ernst, Shoutout an jeden, der sich wirklich anmaßt, tagtäglich diesen Knochenjob auszuüben. Ich hätte da beim besten Willen keinen Nerv für, gerade in der Weihnachtszeit oder so. Ich würde vermutlich durchdrehen und anfangen, die Pakete im Donkey Kong-Style auf Passanten zu feuern. Aber aus dem Grund hocke ich hier auch einfach nur vor meinem Mikrofon rum. Weit ab von Menschen. Haut rein.